So, herbstliche Grüße. Der Wind weht draußen, die Kinder schlafen drüben. Ich darf basteln. Will euch heute kurz zeigen, wie ihr also hier habe ich eine alte Flasche, die habe ich zerschnitten. Wie man das macht, zeige ich euch nächste Woche wahrscheinlich im extra Video, beziehungsweise habe dazu schon mal ein Video gemacht. Ich werde das jetzt wunderschön mit Herbstblättern dekorieren und dann kann man das als eine Kerze drunter stellen und dann leuchtet es durch oder als Lampe bauen. Genau, that's the plan. Das zeige ich euch heute mit richtig geilem Bastelkleber und den DIY-Heimwerker-Hack des Jahrtausends. Und das ist die Untertreibung des Jahres. Genau, wenn euch das alles interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn nicht, wünsche ich euch einen schönen Herbsttag. Macht's gut, bis gleich. So, ganz kurz, was ist die Idee? Die Idee ist, eine Flasche zu zerschneiden, habe ich bereits gemacht. Dazu, wie gesagt, gibt es ein altes Video von mir und nächste Woche wahrscheinlich ein neues Video mit so ein bisschen Upgrade ohne Bunsenbrenner dafür, mit einem Kochtopf und immer noch keiner 100% Schneidequote. Wer die hat, bitte schaut euch das Video nächste Woche an und verratet mir, wie macht ihr das verdammt nochmal. Genau, jetzt hierzu geht darum, ursprünglich eine Lampe eigentlich zu bauen, das Ganze als Lampenschirm zu dekorieren, jetzt mit schönen Herbstblättern. Da habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht, wie man das richtig nice hinbekommt und habe dabei bemerkt, dass man das auch wunderschön als Kerzenhalter, beziehungsweise die Kerze kommt auf ein Tellerchen und dann das oben drauf und dann scheint das durchzustellen. Also richtig, richtig schöne Herbstdeko. Genau, und das möchte ich euch mal zeigen mit Bastelkleber, wie man das befestigt, wie man das schön durchsichtig macht, wie man aus der Flasche so ein Glas macht, was fast so aussieht wie aus einer Kirche oder sowas. Ich finde es wirklich wunderschön. Dafür vorab der Punkt Herbstblätter. Da die meisten Blätter jetzt noch nicht so wunderschön gefärbt waren, habe ich von einem japanischen Fächerhorn, glaube ich, die Blätter genommen. Und jetzt kommt der DIY-Hack überhaupt. Danke an meinen Sohn für dieses Buch der Kolosse. Ich habe da hier eine kleine Presse draus gebaut, um die Blätter da einfach 2-3 Tage reinzumachen. Vielleicht auch ein paar Stunden, die müssen nicht komplett gepresst sein. Aber es ist viel einfacher, wenn sie schön flach sind, dass man sie dann um die runde Flasche drumlegen kann. Ich habe es tatsächlich auch schon mit ungepressten Blättern gemacht. Das war so ein bisschen die Frage, die ich hatte und die ich nirgendwo geklärt bekommen habe. Muss man die Blätter pressen oder muss man nicht? Nein, man muss es nicht. Mit dem Kleber hebt es auch tatsächlich, wenn es nicht gepresst ist. Aber es ist ein bisschen schwieriger, das anzubringen. Jetzt zeige ich euch mal hier, das ist der japanische Fächerahorn. Nicht verwechseln mit irgendwelchen anderen Blättern, bitte. Genau, und die werde ich euch jetzt zeigen, wie man die wunderschön da drumherum macht. Dabei suche ich mir aber erstmal die Blätter aus, die genau meine Größe haben. Ja, das ist schon besser. So, und das Geniale an diesem Bastelkleber, also du brauchst wirklich nur diesen Bastelkleber und einen Pinsel. Und die Flasche, und jetzt seid ihr wahrscheinlich erstmal ein bisschen irritiert, war ich auch, als ich es erstmal gemacht habe, der trägt weiß auf komplett und trocknet aber dann transparent. Genau, und dadurch bekommt das Glas, finde ich, so eine fast so ein bisschen milchige Struktur, was ich richtig, richtig schön einfach finde. Das heißt, ihr tragt den einfach mutig hier so drauf. Nicht schlimm, wenn man es an den Finger bekommt, man hätte das sowieso nicht verhindern können. So, schön von oben bis unten einpinseln. Schön bis ganz unten und bis ganz oben. Also je nachdem, wo ihr natürlich was festkleben wollt oder wie ihr das Glas nachher mit diesem, ich nenne es mal Kirchenlook, falls ihr wisst, wie das in echt heißt, schreibt es mir in die Kommentare, wie heißt das? Das Freiburger Münster sieht so schön aus, finde ich, diese Kirchenfenster. Ich weiß noch, ob ich das als Kind geliebt habe. Da durchzugehen, weil ich mit meinem Sohn da habe mich daran erinnert. So, jetzt nehme ich das Blatt. Könnt ihr gestalten, wie ihr wollt, könnt ihr machen mit Blättern, wie ihr wollt. Ich finde es schön, wenn es ein bisschen regelmäßig und symmetrisch ist, das Ganze. Aufrecht, kommt das Blatt so nach unten, einfach drauflegen, antopseln. Und das, was ich jetzt halt hier mache, ne? Das geht halt mit Plattenblättern. Das ist morgens um 5. Aber mit Plattenblättern ist trotzdem richtig viel einfacher. So, einfach drauflegen, dann einen Punkt drauf machen, das Ganze schön verstreichen, satt einschmieren,
Und das Coole ist, wenn sich jetzt das an irgendeiner Stelle nochmal heben sollte, das Blatt oder sowas, ist überhaupt kein Stress. Nach einer Stunde oder zwei Stunden einfach nochmal dran drücken. Der Kleber klebt zu dem Zeitpunkt immer noch. Du kannst alles nochmal korrigieren. Also ich muss schamlos anerkennen, dass ich von diesem Bastelkleber, den ich gnadenlos in der Videobeschreibung verlinken werde, für den ich kein Geld bekommen habe, sondern Geld gezahlt habe, ich weiß nicht, bei Amazon 5,90 Euro oder sonst irgendwas. Ich bin wirklich hellauf begeistert. So, genug der Werbung. Nächstes Blatt. Also ihr seht, das lässt auch wirklich jede Korrektur zu nochmal. Ich liebe das, wenn nicht alles auf den ersten Schlag funktionieren muss. So. So, schön dick satt. Ich glaube nicht, was ich mache. Ja. So, letzte Stelle noch. Da noch Spaß hin. Das Tolle finde ich halt, jeder kann es so gestalten, wie er will. Synchron, also auf jeden Fall mal symmetrisch, ordentlich angereiht, völlig wirr durcheinander, unterschiedliche Blätter, gleiche Blätter. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, für den Winter macht man eine Winter-Edition im Frühling, im Sommer mit Rosenblättern und so weiter und so fort. Also du kannst deine Lampe, deine Teelichter oder sonst irgendwas immer den Jahreszeiten anpassen, kannst die Flaschen lagern, nächstes Jahr wieder rausholen. Also das finde ich schon sehr nice. Das finde ich jetzt weniger nice. Aber ich habe mich vorhin gesagt, schön vorsichtig. Nur das jetzt nicht vorsichtig, aber cool, dass das passiert. Kann ich nämlich gleich zeigen, wie man hier im Nachhinein alles noch schön machen kann wieder. Also es verzeiht Fehler, wie ich sie gerade gemacht habe. So. Mal kurz gucken, was ich hier noch habe. So. Jetzt könnte man das so im Grunde genommen trocknen lassen. So, ich will aber noch, das zeige ich jetzt auch einfach einmal vom Style her, hier dieses Jute-Seil. Finde ich wunderschön. Wie gesagt, final soll es ja bei mir eine Lampe werden, die von oben mit einem Jute-Seil-Kabel sozusagen runtergelassen wird. Hier oben will ich noch so einen Übergang machen, dass das so thematisch eingeht ineinander. Und unten habe ich mir überlegt, nochmal so drei Reihen auch davon zu machen, damit das so die leichten Dellen, die durchs Glas schneiden, reingekommen sind und die ich nicht besser rausbekommen habe, einfach ein bisschen kaschiert werden. So, hier oben pinsel ich noch einmal sauber ein. Ihr seht, man muss auch jetzt nicht mega schnell arbeiten oder sonst irgendwas. Also es verzeiht wirklich alles. Und jetzt einfach den Faden nehmen, draufdrücken und es hebt. Muss man auch nicht mehr von außen oder sowas einpinseln. Einfach einmal draufdrücken. Schön sauber aufwickeln. Kann jeder entscheiden, wie sauber er arbeiten möchte. Das war ein kleiner Diss an der Stelle. Okay, reicht, finde ich. Schneiden wir es auch ab. Drücken es dran. So. Unten, dafür habe ich mir hier so ein Wegglas genommen, dass ich einfach einmal sauber hinstellen kann. Legen wir hier auf noch eine Bahn hin. Hier möglichst schön oben an den Rand kommen, wo die Dellen dann sind, damit diese schön überdeckt werden. Falls ihr keine Dellen habt, schreibt mir unbedingt unter mein Glasschneidevideo, wie ihr es verdammt nochmal hinbekommt, ohne jeglichen Sprungdelle oder sonst irgendwas, das zu trennen. Wie gesagt, das Video kommt, glaube ich, nächste Woche. Oder unter mein aktuelles Video habe ich ja schon mal eins gemacht. So, ich mache hier genau drei
hübsch. So, ich zeige jetzt mal eine Fertigflasche. Es trocknet jetzt so 2 Stunden, würde ich sagen. So, hier habe ich jetzt euch einmal, wenn es aufgetrocknet ist, sieht es eben so aus nachher. Mit einem hellen Weinglas, Weinflasche, mit der dunklen Weinflasche. Ich finde es einfach wunderschön. Will ich jetzt einmal zeigen, wie man das eben mit Kerzen macht. Finde ich gleich an, zeige ich euch final. Also ja, ich finde das eine wundervolle, ehrliche, da ist kein Trick dabei, kein doppelter Boden, keine Schwierigkeit eigentlich. Das kann wirklich jeder von euch, das kann man wundervoll mit Kindern an Herbstsonntagen, wo es draußen stürmt, machen. Man kann tatsächlich hieraus noch Upcycling, eine Kerze basteln, einen Aschenbecher oder sonst irgendwas, was man auch immer möchte. Genau, mir macht das mega Spaß, wenn ihr irgendwie Deko-Ideen oder sonst irgendwas habt, irgendwie, wie ihr das baut oder was ihr für Themen oder sowas mit sowas macht. Ich finde es immer richtig geil, wenn man die Wohnung so ein bisschen nach Jahreszeiten schmücken kann oder nach Themen schmücken kann, genau. Freue mich, wenn ihr einen kleinen Kommentar darunter schreibt. Ansonsten zünde ich jetzt die Kerze an, mache hier so ein bisschen Herbststimmung und wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Wie unromantisch das jetzt eigentlich mit dem Feuerzeug zu machen, ey. Ich frage mich, warum habe ich überhaupt ein Feuerzeug? Egal. Genau, vielleicht gucke ich jetzt kurz ein YouTube-Tutorial an, wie man eine Kerze anzündet, deren Docht im Wachs hängt. Yes, so. Ich stelle es drauf und mache dann gleich die Lichter aus, damit ihr es schön sehen könnt. Wie gesagt, ich selber baue daraus eine Lampe, eine Hängelampe. Die wird so schön, ich verrate es euch mal, alles noch von einer Fassdaube, also von einem fasten Holz drunter. Das hängt dann so runter, 4 Lampen, unterschiedliche Höhen mit so Jute-Seil und so weiter. Das wird wirklich traumhaft. Genau, so viel verrate ich mal. Nächste Woche kommt aber das Video, wie man die Gläser schneidet, beziehungsweise wie ich die schneide, mit der Bitte drunter zu kommentieren, wenn ihr es anders könnt, besser könnt. Und übernächste Woche wahrscheinlich die Lampe. Genau, euch allen eine schöne Herbstwoche. Alle wirklich. Bleibt gesund, bleibt gesund, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.